Die Stadtgemeinde Ebenfurt fördert seit Jahren Künstler. Dieser Tage fand in den Stadtsälen eine Leistungsschau statt. Freut mich, dass wir wirklich so unterstützt wurden von der Gemeinde und den vielen Helfer und Helferinnen, die uns zur Seite standen, vom Verein so. Und ich glaube, wir sind auch in der Gemeinde recht gut aufgenommen worden, auch bei den anderen Vereinen. Nach welchen Gesichtspunkten wurde diese Ausstellung zusammengestellt? Nachdem wir sehr viele Veranstaltungen haben, eine Frühjahrsausstellung hatten wir gehabt, wir haben in Neunkirchen eine Ausstellung gehabt, ich tue es immer versuchen, neu zu gestalten. Da haben wir eine Herbstgalerie. Ich habe das so diesmal gestaltet mit dem Motto, dass wir die Hälfte haben Kunsthandwerk und die andere Hälfte an Künstlern malt. Künstlergruppe Ebenfurt. Künstlerverein Ebenfurt, Open Air Galerie. Und zwar Open groß geschrieben, eher klein und Galerie groß. Das hat den Sinn, dass wir sowohl in einem Saal was machen können, als wir auch im Freien. Wie viele Mitglieder hat die Gruppe? Im Moment 75. Welche künstlerische Akzente setzen Sie mit der Gruppe? Also wir haben praktisch eine Vielfältigkeit. Wir fühlen uns auch so, dass wir zum Beispiel Kinder fördern, wir fördern auch Kranke, die dann dabei bleiben und weitermachen und sich ganz recht gut entwickeln. Wir machen auch Workshops, wir versuchen natürlich, wir haben natürlich Magister Art, wir haben praktisch eine Vielfältigkeit von Kunsthandwerk und Maler, eigentlich alles. Kunst und Kultur wird in Niederösterreich groß geschrieben. Ja, und zwar, weil die Visitenkarte von unserem Bundesland in dem Bereich ist es einfach, die Buntheit und die Vielfalt zu fördern, einerseits im urbanen Bereich, aber auch natürlich draußen bei den Menschen in den einzelnen Gemeinden. Wir haben große Leuchtturmprojekte quer durch das Land, aber es ist wichtig, auch Kunst und Kultur zu fördern, direkt vor der Haustüre der Menschen, damit alle teilnehmen können. Und das ist hier in Ebenfurt passiert mit dem Künstlerverein und darauf können wir sehr stolz sein. Sind Sie selbst auch künstlerisch tätig? Leider nicht, ich bin nicht wirklich talentiert. Es tut mir zwar wahnsinnig leid, ich probiere es auch immer wieder im stillen Kämmerchen, hier kreativ zu sein, aber wenn ich mir diese Ausstellung so hier anschaue, muss ich sagen, ich könnte keinen Beitrag leisten, keinen künstlerischen. Kunst ist nicht nur verbindend, wie ich das eigentlich gesagt habe, das ist auch ein Teil unseres Herkommens, unserer Identität. Und wenn man mal für das kein Geld mehr zur Verfügung stellt oder keine Unterstützung zur Verfügung stellt, dann unterbrennt man sich selbst. Welche Form von Kunst produzieren Sie selbst? Meine Kunst ist es, mich selbst einmal am Tag so eine Viertelstunde ruhig zu halten. Das ist mein Beitrag zur Kunst zurzeit. Aber das kann ja im Grunde genommen dann, wenn man mal den letzten Lebensabschnitt, die Pension anstrebt, die ich noch nicht tue, aber wenn es einmal so weit ist, dann werden wir diese Kunst erweitern. Thank you.